Hey Freunde! Hey Freunde, ich sage nämlich hey Leute. Na egal, diesmal hey Freunde. Ja, wir kommen zurück zu One Piece Grand Adventure. So, wir sind jetzt in Alabasta angekommen. Wo natürlich unser Endgegner, der Crocodile, ist. Wer hätte es gedacht? Wo war das eigentlich nochmal, wo die gestartet sind? Ich glaube, das war hier in Katorea, oder? Oder war es Nanohana? Wo, also in der Serie. Und dann sind sie ja eigentlich irgendwann hier, um zu Zer Crocodile zu kommen, nach Erumalu. Das ist ja, glaube ich, ausgestorben ist. Also waren nur noch leere Häuser und so. Weil es ja komplette Dürre ist in Alabasta. Und dann sind sie nach Yuba in die... Das war, glaube ich, eine Oase. Und dann sind sie ja nach... Rainbase. Und von dort aus sind sie ja komplett durch die Wüste. Was waren die eigentlich hier oben? Was war das nochmal? Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie ja dann nach Albana gereist, um da den Endkampf zu machen. Okay, machen wir erstmal das hier. Natürlich wieder mit Ruffy. Wie gesagt, Leute, ich nehme im Voraus auf, weil es so auch besser ist, weil dann komme ich auch ganz gut klar. Aber nochmal zur Information, ich werde auch die gesamten Charaktere nochmal irgendwie extra zeigen, weil es gibt noch... Ah, hier gibt es die Kung-Fu-Robben. Ich werde die ganzen Charaktere auch... ja, Alter! Werde ich in so ein extra Video oder Videos, weil es gibt ja noch so eine Art... ich sag mal, Arcade, sag ich jetzt mal, so Arcade-Kämpfe, so wie den hier jetzt. Da können wir alle Charaktere, die wir freigespielt haben, eben halt spielen, ob Schurken oder Strohhutbande etc. Spielen. Und da wäre, weil sonst kommen wir eigentlich nicht dazu, also ich komme jedenfalls nicht dazu, euch die Charaktere zu zeigen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass ihr. Ja, keine Ahnung, wir sind noch nicht am Ende des Parts hier. Was erzähle ich denn für eine Scheiße hier? Diese Robben, ey. Die sind aber auch recht gut. Also ich habe, also damals Mike und ich haben ja halt die Robben halt sehr gerne als Hilfscharaktere genommen, weil die so, ich weiß nicht, die sind relativ gut. Also man sieht, sie sind zwar sehr langsam, aber wenn die auf einen zukommen, ist das schon Bombe, also die können ordentlich austeilen und einen nämlich das Leben retten, sage ich jetzt mal. So. Level Up sollten wir jetzt nicht kriegen. Aber mindestens Bonus haben wir geschafft. Haben die Kung-Fu-Robben bekommen. Obwohl die eigentlich nicht in Rainbase sind. Also, die waren ja hier unten in Erumalu. Irgendwo auf den. Davor ist irgendwo noch eine Insel, glaube ich. Wie machen wir es jetzt? Okay, hier machen wir das erstmal. Da werden wir, glaube ich, wieder mit Sanji. Sanji spielen. Weil der. Ah, hat er auch ein neues Kostüm? Wusste ich gar nicht. Also, Sanjis Stimme, ich hab's ja schon mal gesagt in irgendeinem Part. Oh Mann, ich wollte doch den Abonnenten. Oh nee. Ich werde das im nächsten Part machen, Leute. Ich hab's einfach wieder vergessen, wenn man einmal drin ist mit Aufnehmen. Vergisst man eben halt Dinge. Also ich vor allem, also das ist sehr oft bei mir so. Nächsten Part versprochen, Leute. Also, beziehungsweise der Abonnent, der sich das gewünscht hat, in den nächsten Part. Ich hoffe, ich kann den Namen aussprechen. Also damals, Caruso hat ja vorher auch einen anderen Namen, also YouTube-Namen, sage ich jetzt mal, gehabt. Und ja. Ist nur schade, dass er sich momentan auch nicht mehr gemeldet hat. Also. Aber durch diese schlechte Internetleitung
Weil ich habe ja vor mit Caruso, wenn du das sehen solltest, ich habe ja vor mit dir nämlich dann auch Dynasty Warrior, die jedenfalls Teil 8, nämlich, ich sage es mal, in ein Let's Play Together zu machen. Weil ich ja dank ihm mich dran gesetzt habe, um nämlich zu sehen, ob ich Skype mit aufnehmen kann, was mir auch gelungen ist. Also ich habe ja mit Alex und Philipp mal so eine Probe gemacht und es hat relativ gut geklappt, muss ich sagen. Also das fand ich auch richtig geil. Ja. Also alles nach seiner Zeit, weil ich brauche erstmal besseres Internet, damit die Internetleitung auch dementsprechend hält. Weil sonst, selbst wenn ich mit Alex irgendwie über Skype über eine halbe Stunde vielleicht rede, dann okay, unser Support-Charakter, also unsere Hilfscharaktere müssen eben besiegen. Wenn ich mit Alex nämlich skypen tue, dann so nach einer halben Stunde, könnte auch früher sein, je nachdem wann, wie gut das Internet läuft, tut es dann spinnen. Wir nehmen am besten, wir nehmen wieder Chef. Und ja, alles zu seiner Zeit. Es ist ja es gibt ja auch einige neue Informationen zu Dynasty Warrior 9, aber das werde ich selbstverständlich erst sagen, wenn natürlich ich heute noch Dynasty Warrior 5 aufnehmen werde. Aber offensichtlich, da wir ja die gesamten, alle Bonusse brauchen, glaube ich nicht, dass ich das heute noch fertig machen werde, das Szenario. Also ich glaube, da werde ich mich eher doch noch auf Dynasty Warrior 5 und wie heißt Kessen, nämlich konzentrieren. Und ganz einfach, ja, ihr wisst, was ich meine. Mir fehlen manchmal die Worte. Komm. Alter. Vielleicht hätte ich doch einen anderen nehmen müssen. Weil der jetzt nur am Rumspringen ist, ey. Kommst du her? Komm. Komm schon. Komm schon. Komm. Oh Mann, ey. Ja, okay, das muss ich mit einem anderen Charakter. Jawohl. Wir haben es geschafft. Das ist gut. Ich hätte jetzt wirklich, ich wollte den jetzt selber killen. Douglas, Sonnenglases. Ich versuche hier immer mit meinen englischen Begriffen, obwohl das total bescheuert ist. Ich höre mich auch immer bescheuert an. Den Hund hört man wieder im Hintergrund, weil wieder die Tür geklingelt hat. Was müssen wir hier? Mit Chopper gewinnen. 60 Sekunden, da müssen wir die Zeit wieder ablaufen lassen, da er ja nicht gelevelt ist. Obwohl, der ist glaube Level 10. Ne, der ist Level 10. Ja. Der hat auch eine hohe Defense, glaube ich. Wir nehmen diesmal die Kung-Fu-Robben. Vielleicht wird dieser Part auch etwas kürzer, da ich essen muss. Also, keine Sorge, Leute. Ihr kriegt auf jeden Fall eure Parts. Mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Na, jedenfalls nicht gerade. Ey. Nein. Wir müssen erstmal diese... Oh, ey. Diese Nico Robin hier mit ihren... Haha. Komm, Kung-Fu-Robben. Oh, gleich zwei Stück. Das ist gut. Ich habe total vergessen, dass da zwei Stück kommen.
seht ihr, wir machen kaum Schaden, weil einfach, wenn sie es mehr so gemacht hätten wie so ein Rollenspiel, ich sage jetzt mal, Dragon Quest, dann hätte ich, würde ich auch sagen, nämlich, okay, ich level ein bisschen, aber, naja, man kann ja auch nicht alles haben, also, ich, selbst, One Piece Ultimate World Red hat mich auch nicht so angemacht, wie ich es eigentlich gedacht hätte, also die PS3-Umsetzung, ja, das war einfach nicht, ich habe es mal reingelegt, vielleicht eine halbe Stunde gespielt, vielleicht auch weniger. Ja, ich weiß nicht, also bei bestimmten Spielen wie One Piece oder Naruto, da stelle ich mir einfach viel mehr vor. Also ich habe es ja oft bei Ultimate Ninja 3, was ja auch von mir Let's Played worden ist, also guckt auf dem Kanal. Okay, Leute. Wir suchen uns einen anderen Kämpfer aus. Ich werde das offscreen machen. Ich werde Chopper ein bisschen trainieren müssen. Die ist Level 15, also ich werde da auch ein bisschen an Attacke reinboosten müssen. Einfach so, dass wir das jetzt geschafft haben. Weil definitiv nach diesem Kapitel, also nach dieser Map, kommen wir erst weiter, wenn wir jetzt mehr an Bonus geschafft haben. Da seht ihr, was diese, das alles ausmacht hier. Ja, und bei Naruto habe ich es ja so oft nämlich gesagt, dass man eigentlich da mehr rausholen könnte als ein herkömmliches Beat'em'up. Also ich wünsche mir da auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da ist auch ein bisschen mehr rauszuholen. Man könnte selbst ein Online-Spiel irgendwie separat machen für die Konsolen. Also ich meine, wieso eigentlich nur, ja, hier Sword Art Online, so als, also so als richtige Rollenspiele. Weil das ginge eigentlich auch mit den anderen Anime-Genres. Also warum sollte das nicht mit One Piece gehen oder geschweige mit Naruto? Also man könnte da auch sehr viel machen. So, Leute, ja, Fail ist mir doch egal. Chopper muss auf jeden Fall trainiert werden. Setze ich auf meine Liste. So, Leute, ich bedanke mich erstmal beis Zusehen. Keine Sorge, ich werde gleich weiterhin aufnehmen, aber desto kürzer die Videos sind, desto mehr Parts kommen auch an den Tag. Aber, naja, haut rein und ciao.